Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Sammelkarten-Unboxing hier auf meinem Kanal. Drachenzähmen leicht gemacht, das Sammelkartenspiel. Das, glaube ich, erste aus dem Blue Ocean Verlag. Hier das Starter-Pack. Da steht's, Starter-Pack vom Sammelkartenspiel. Zu einem super Preis von 8,99 €. Enthalten eine limitierte Goldkarte, Stolzer ohne Zahn, das ist die LE1. Dann ein Booster mit 5 Karten. Und Drachenstark plus Sammelkartenordner plus Kartengalerie und plus Spielregeln und Tipps. Und 2 Drachenarenen. Schau einer an. Also ein pickepackevolles Paket. Dann hier noch die Rückseite mit so einem Artwork hier. Und natürlich mit einem schicken Sammelordner, wie man das ja von den ganzen Sammelserien her kennt. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Was denn im Booster drin ist, etc. und wie das Ganze drumherum aussieht. Oh Gott. So. Dann drehen wir das Ganze um. Gucken, dass wir erstmal an die Karte und das Booster kommen. Perfekt. Und dann noch der Ordner. Das ist ein bisschen verklebt. So, perfekt. So, das kennt man ja hier. Ein nochmal extra eingeschweißter Sammelordner aus dem Blue Ocean Verlag, auch so auf dem Kopf. So rum gehört er eigentlich. Dann die Einschübe oben, genau. Perfekt, den kennt man ja. Dann haben wir das Deckblatt hier zu dem Sammelordner. Ja, Drachenzähmen leicht gemacht. Trading Card Game, der Sammelordner. Und wie gewohnt auf der Rückseite der erste Teil der Checkliste. Die Drachen, Karte 1 bis 72 ist hier drauf. Dann gibt es Holokarten, Feuerkarten, Mega- und Ultra-Drachenkarten und goldene Feuerkarte. Nett. Nett, 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 auf jeden Fall. So, und dann die Rückseite. Da geht es dann weiter mit der Checkliste. Die Drachenzähmer 73 bis 99. Dann Aktionskarten 118. Nee, Quatsch. Puzzlekarten hier. Drachenzähmer leicht gemacht 2 und die geheime Welt. Jeweils 9 Karten, also ein Bild. Dann Aktionskarten 118 bis 153. Fallenkarten 154 bis 171. Und dann noch die limitierten Karten LE1 bis LE16. Und das Artwork hat man schon gesehen, das bildet dann die Rückseite des Ganzen. So, dann haben wir hier dieses Sammelheft, Spielregeln, wo dann nochmal erklärt wird, genau hier das Dragons Magazin im Handel, wie die Puzzlekarten so aussehen und genau hier die Übersicht über die limitierten Karten. Online findet man auch eine Übersicht, wo es die dann zu kaufen gibt, in welchen Heften etc. pp. Und dann haben wir hier nochmal eine Übersicht über die ganzen Kartentypen, die es so gibt. Ja. Und wenn man es aufklappt, dann halt nochmal wahrscheinlich ein Poster, genau, und zwar mit einer kompletten Checkliste und Abbildung aller Karten, die es gibt. Das ist ein bisschen groß, um das hier zu zeigen, aber ich denke mal, ihr habt eine ungefähre Vorstellung davon, wie das aussieht. So, und dann haben wir hier noch einen Spielplan, Drachenzähmen leicht gemacht, Trading Card Game. Zwei Seiten, dann haben wir hier das Spiel hier. Mit Drachenzähmer, Deck und Ablage und dann hier auch auf dem Kopf für den Gegenspieler. Und auf der Rückseite dann so das Ganze aufgebaut hier. Genau, also ein doppelseitiger Spielplan, um das Spiel auch spielen zu können. So, dann ein Booster mit 5 Karten drin. Schauen wir uns doch mal an. Da hätten wir Neugieriger ohne Zahn, Besänftigter Fleischklops, dann eine Aktion, einen Lachanfall, noch eine Aktion, Zahnreinigung und schließlich, oh, die sieht nice aus, ein Superteam, Hakenzahn und Rotzbacke als Superteam-Karte. Das ist ein netter Effekt. Also ein bisschen so ein Hologramm-Effekt. So, und dann gibt es natürlich noch die LE1, Stolzer ohne Zahn, limitierte Karte, 71, 78, 108 und 83 die Werte. Und ja, der Startschuss für eine neue Sammlung hier bei mir. Hier wird es dann auch noch die Multipacks und die Blister geben und sehr wahrscheinlich auch ein komplettes Display. Und bleibt also auf jeden Fall dran und schaut euch auch die anderen Videos an, die dann so nach und nach veröffentlicht werden. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt,
und kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch einfach den Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Dann bekommt ihr nämlich immer Bescheid, wenn ein neues Video online geht. Ansonsten danke euch fürs Einschalten und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.